Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Habeta. Ich leite die externe Evaluation an Schulen in Schleswig-Holstein beim IQSH in Kronshagen bei Kiel. Und ich möchte sprechen heute, welche Rolle das Schulfeedback SH, also die externe Evaluation an Schulen in Schleswig-Holstein, spielen kann, um Gelingensfaktoren für gutes Ankommen, insbesondere gutes Ankommen jetzt in der Corona-Zeit und nach der Corona-Zeit zu gewährleisten. Ja, das Schulfeedback SH, ein paar Eckpunkte dazu. Wir haben verschiedene Evaluationsangebote, es ist nicht ein einziges, sondern es gibt dort eine gewisse Wahlmöglichkeit. Alle unsere Angebote haben verschiedene Gemeinsamkeiten, und zwar sind schlanke, serviceorientierte Verfahren. Es sind in der Regel Fokusverfahren, das heißt, wir sprechen mit den Schulen die Schwerpunkte ab, die evaluiert werden sollen. Es sind Verfahren, in die die Schulen mit einbezogen sind, auch mit einbezogen sein sollen, um die Verfahren für sich selbst möglichst gewinnbringend nutzen zu können und instrumentalisieren zu können. Es sind auch deshalb, um dieses zu gewährleisten, dialogische Verfahren, die eine Absprache voraussetzen oder zumindest eher davon profitieren, wenn diese intensiv stattfinden kann. Und das kann auch noch im laufenden Verfahren sogar weitergehen. Ja, wir geben aufbereitete Eindrücke auf Datenbasis wieder. Was wir nicht machen, ist ein Ranking oder eine Schulbewertung im Sinne von gut, schlecht, sondern wir geben einer Schule Eindrücke aus externer Sicht zurück, die ihr helfen, sich an ihren eigenen Ansprüchen genauer messen zu können. Welche Evaluationsangebote hält das Schulfeedback SH vor? Das ist einerseits unser Gesamtverfahren, unser größtes Verfahren. Das ist ein Verfahren, was relativ lange dauert, sich über ein paar Monate hinzieht und in die Tiefe geht, vor allen Dingen Unterrichtsentwicklung zum Fokus hat, aber auch andere Schwerpunkte können daneben gewählt werden. Dann ein Verfahren, was dem Gesamtverfahren sehr ähnlich ist, ist das Perspektivschulfeedback. Das steht exklusiv den Perspektivschulen, also Schulen in herausfordernder Lage, die eine besondere Förderung bekommen, offen. Es ist ähnlich wie das Gesamtverfahren, aber es ist ein verkürztes Verfahren. Es geht doch sehr viel schneller, geht dafür nicht in Hinweisen zur Unterrichtsentwicklung so in die Tiefe, sondern ist speziell zugeschnitten auf diese besonders herausfordernde Lage der Perspektivschulen. Dann haben wir unsere sogenannten Themen- und Fachfeedbacks im Angebot. Und dazu zählt unser sogenanntes Corona-Feedback oder Themenfeedback Corona, was jetzt über die Sommerferien vor und danach von vielen Schulen nachgefragt wurde, und auch das Themenfeedback Werte, was wir im Angebot haben, was wir gerade entwickelt haben. Das ist ein Feedback-Angebot, was sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler wendet, um sich zu vergewissern, wie wollen wir an einer Schule zusammenleben, was denken meine Mitschülerinnen und Mitschüler zum Beispiel zum Thema Gewalt. Und man versichert sich schweigender Mehrheiten, die es nach unseren Erfahrungen eigentlich an allen Schulen gibt, und weiß sich eigentlich besser aufgehoben. Das ist zumindest das Ziel so eines Feedbacks. Und dann, und das ist noch nicht fertig, das ist aber kurz vor der Fertigstellung, das sogenannte Schülerfeedback. Hier geht es uns darum, Schülerinnen und Schüler zum Feedback geben, zu erziehen, zu schulen, in der Rolle auch Verantwortung übernehmen zu können. Und auch das, also Lehrkräften ein Feedback zu geben, kann viel mit dem guten Ankommen auch zu tun haben, sich also gehört zu fühlen. Das ist, wie gesagt, noch in der Vorbereitung. Wir entwickeln es sicherlich in diesem Jahr so weit, dass es dann vorbehaltlich der Genehmigung durch das Ministerium dann auch den Schulen offen steht. Und dann unsere sogenannten Datenfeedbacks, zugegeben ein bisschen irreführender Titel, weil alle unsere Feedbacks auf Datenbasis ausgerichtet werden. Es ist ein Arbeitstitel, und zwar für Feedback-Angebote, bei denen Schulen eine interne Evaluation durchführen wollen, sich aber technischen, gelegentlich auch ein bisschen inhaltlichen Support von uns holen, und wir assistieren dann bei dem eigenen Evaluationsvorhaben der Schule. Ja, welche Werkzeuge verwenden wir? Das ist eigentlich nichts Besonderes, wenn man sich bei Schulevaluationen in Deutschland und auch in Europa umguckt. Es ist meistens oder immer die Dokumenteneinsicht dabei, dass man also eine Schule bittet, Dokumente zur Verfügung zu stellen. Das ist bei uns auf freiwilliger Basis, das muss nicht gemacht werden, kann aber sehr hilfreich sein.
Wir schalten Online-Befragungen, wir machen Unterrichtsbesuche und Interviews. Das ist verfahrensabhängig, ein bisschen angepasst zu verstehen. Nicht immer finden Unterrichtsbesuche statt, nicht zwangsläufig finden Interviews statt. Ich gehe darauf gleich noch ein bisschen ein. Ja, Dokumenteneinsicht hatte ich ja kurz erzählt, auf freiwilliger Basis bei einigen Verfahren und bei anderen fällt sie ganz weg. Deswegen komme ich gleich zu den Online-Befragungen. Wie ist das zu sehen, was ist dazu zu sagen? Grundsätzlich haben wir Befragungen für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht im engsten Sinne Lehrkräfte sind, und Eltern. Aber nicht immer befragen wir alle vier Gruppen. Das ist beim Gesamtverfahren, sind es diese vier. Beim Perspektivschulfeedback fragen wir die Eltern nicht. Daten der Eltern gehen dort mittelbar mit ein, weil eine Schule, die Perspektivschule wird, ohnehin, dieses wird aufgrund auch unter anderem einer Elternbefragung, die dort mit zur Bewertung, wird man Perspektivschule, wird man es nicht, eine Rolle gespielt hat, die ist damit eingegangen. Also Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und bei unseren kleineren Evaluationen, diesen Datenfeedbacks, Fachfeedbacks, Themenfeedbacks, die ich ansprach, wo es sich also die Evaluation nur auf einen Teilbereich der Schule, auch häufig nur auf einen Teilbereich der Akteure, auf einen Teil der Akteure in der Schule bezieht, da befragen wir in der Regel Lehrkräfte und mitunter auch Schülerinnen und Schüler. Es können auch mal Eltern dabei sein, wenn man zum Beispiel ein Themenfeedback zum Ganztag durchführt und dort wissen will, was wünschen sich Eltern, dann machen wir auch eine Elternbefragung, wenn das so abgesprochen wird. Ja, das Schülerfeedback, wie gesagt, noch in der Vorbereitung, da sind die Schülerinnen und Schüler im Fokus. Lehrkräfte sind einbezogen in das Verfahren, sie spielen dort auch eine Rolle. Und das wird sicherlich noch genauer vorgestellt werden, wenn wir dieses Angebot öffentlich machen können. Oder wenn wir damit starten können. Jetzt zum Themenfeedback Corona, was wir speziell für die Corona-Zeit entwickelt haben, auch in sehr kurzer Zeit, muss man sagen, entwickelt haben. Und da haben wir 5 Befragungen, nämlich wir befragen Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, pädagogisches und nicht pädagogisches sonstiges Personal. Also das, was in der anderen Befragung zusammengefasst war als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist hier noch aufgeschlüsselt in 2 verschiedene Fragebögen und Eltern. Zumindest kann man diese 5 Befragungen wählen. Eine Schule muss aber nicht alle 5 wählen, sondern kann das beliebig kombinieren oder auch nur eine davon wählen. Ja, die Befragungsinhalte dieses Corona-Feedbacks sind das Wohlfühlen, Datenhinweise darauf zu kriegen, wie sich die Beteiligten gefühlt haben in der Zeit des Distanzlernens, wie dieses Distanzlernen organisiert war und welche Herausforderungen und Befindlichkeiten es eben in dieser Zeit gab. Wie die Kommunikation Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte funktioniert hat, wie das umgesetzt wurde und ob, befragen wir. Und auch die Erfahrung mit den ersten Präsenzphasen. Das Ziel dieses Verfahrens, aber man muss dazu sagen, eigentlich unterschwellig, nahezu aller unserer Verfahren, ist allen Schulbeteiligten, jetzt nicht bei allen Verfahren die Corona-Zeit zu evaluieren, aber ist immer allen Schulbeteiligten eine Stimme zu geben und sich gehört zu fühlen. Eine Möglichkeit zu geben, sich einzubringen mit eigenen Beiträgen. In diesem Fall beim Corona-Feedback ist es eben den Menschen, die die Corona-Zeit schultern mussten. Also ganz viel sind da natürlich Eltern beteiligt gewesen, Schülerinnen und Schüler, die ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nicht mehr gesehen haben und Lehrkräfte, die nicht richtig wussten, wie sie Schülerinnen und Schüler erreichen konnten und ganz stark gefordert waren, sich technisch womöglich in kürzester Zeit Kenntnisse anzueignen und so weiter und so fort. Deswegen ist hier für uns wichtig, dass wir sagen, um in Schule anzukommen und weitermachen zu können, ist es erstmal wichtig, den Beteiligten ein Forum zu geben, eine Abfrage zu geben, sich gehört zu fühlen und eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, was sich bewährt hat, was für sie schwierig war, was sie herausgefordert hat, wo sie an Grenzen gekommen sind, dass sie sich ernst genommen fühlen, um weitermachen zu können überhaupt mit einem mehr oder weniger regelhaften Unterricht. Gleichzeitig melden wir den Schulen einen Sachstand zurück, den wir dabei bei der Evaluation aufnehmen über die Befragung und Hinweise darauf, was sich von dem, was bisher gemacht wurde, bewährt hat. Also für die Perspektive, wie macht man weiter, hoffen wir damit auch den Schulen Hinweise geben zu können. Ja,
Das hatte ich ja gesagt, diese vier Werkzeuge gibt es bei Schulevaluationen im Allgemeinen, Online-Befragungen, darüber haben wir jetzt eben gesprochen. Ich möchte jetzt kurz auf die Unterrichtsbesuche eingehen, bei den Verfahren, bei denen sie vorkommen. Das ist unser Unterrichtsbeobachtungsbogen. Den setzen wir einem Gesamtverfahren, Perspektivschulfeedback, bei manchen oder bei Fachfeedbacks immer und bei einigen Themenfeedbacks. Und wichtig ist mir nur, dass Sie sehen, hier, wo wir unsere Notizen machen, gibt es keine Skala oder kein Ranking oder irgendetwas, was eine strikte Bewertung überhaupt ermöglichen würde, sondern wir machen hier freie Notizen zum Thema Classroom Management, also im weitesten Sinne vielleicht Klassenführung, also Störungsprävention und Zielorientierung. Solche Dinge spielen dabei eine Rolle. Kognitive Aktivierung, also wie sehr schafft eine Lehrkraft oder schaffen Schülerinnen und Schüler es auch ihrerseits, sich auf den Unterrichtsgegenstand einzulassen und sind innerlich und kognitiv, also mit ihrem Verstand tatsächlich beteiligt, das Unterrichtsgeschehen mitzugestalten oder ihre Aufträge wirklich gewissenhaft zu erledigen, sage ich mal etwas verflacht. Jetzt kognitive Aktivierung ist ein Thema, über das schon viel geschrieben und geforscht wurde. Ich habe das versucht, ein bisschen anschaulich eben in ein paar Sätzen zu machen. Ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich vergewissern will, sind meine Schülerinnen und Schüler angekommen. Fachspezifische Aspekte spielen bei Fachfeedbacks eine Rolle, sonst in der Regel nicht. Und konstruktive Unterstützung, das heißt, wie können Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, die mehr wissen wollen, welche Möglichkeiten haben die vielleicht, sich dort noch Unterstützung zu holen? Welche Möglichkeiten sind überhaupt denkbar? So etwas spielt ja eine Rolle, wenn wir hier Notizen machen. Ja, fachspezifische Aspekte, wie gesagt, spielen bei den Fachfeedbacks eine Rolle, wo es wirklich um einen Fachbereich geht, ansonsten eine allenfalls untergeordnete Rolle. Welche Möglichkeiten haben wir, unsere Feedback-Ergebnisse darzustellen? Eine Reihe von Möglichkeiten, die wir auch versuchen zu nutzen. Ich möchte beispielhaft ein bisschen was zeigen davon. Eine Möglichkeit, unsere Online-Befragungsdaten darzustellen, ist diese sogenannte Envelope-Grafik. Sieht jetzt erstmal ein wenig verwirrend aus. Was ist hier gemacht worden? Das Befragungsergebnis von Lehrkräften, das ist diese hellere Linie, gegenübergestellt dem Befragungsergebnis in der bläulichen Linie von Schülerinnen und Schülern. Hier ein reales Beispiel aus einer Grundschule. Und wie ist das zu lesen? Also wir haben ja eine Fläche und um die Fläche herum sind Themen aufgelistet, zu denen wir Fragen gestellt haben, sogenannte Items gestellt haben. Und diese Themen, die wir dort aufgelistet haben, stammen aus dem sogenannten Orientierungsrahmen Schulqualität. Das ist so ein Raster, das liegt dem Qualitätsverständnis von Schulen in Schleswig-Holstein generell zugrunde, listet verschiedene Bereiche auf, von denen wir denken, dass sie relevant sind oder von denen man im Land denkt, also nicht nur das IQSH denkt, dass sie relevant sind für schulisches Wirken. Ja, der ist auch online verfügbar. Ich wollte Ihnen noch einmal gezeigt haben, wo kommen denn eigentlich diese Bereiche her, die hier stehen. Und wenn jetzt eine befragte Gruppe zu 100% zu den Fragen, die wir hier zu den einzelnen Bereichen stellen, zustimmt, dann ist die Fläche ausgefüllt komplett. Wenn sie alles verneint, gibt es nur einen Punkt in der Mitte. Ja, und jetzt können wir das ein bisschen besser verstehen. Also einen Punkt in der Mitte gab es nicht, es gab viel Zustimmung. Und das ist zunächst mal in der Regel auch ein positives Zeichen. Man muss sich dann genauer angucken, wie viel Zustimmung man erwartet oder auch gutheißen will zu bestimmten Fragen. Aber im Grunde ist das ein erster Anhaltspunkt dafür, dass die beiden Flächen nicht so ganz unterschiedlich sind. Es gibt so ein paar kleine Diskrepanzen. So genau ist die Methode denn nicht. Diese Diskrepanz hier, Einverständnis und Akzeptanz gegenüber der eigenen Einrichtung. Das ist das, was wir dann versuchen, damit zu bewirken, einen Gesprächsanlass zu erzeugen. Dass Lehrkräfte eine Schule sagen, wieso, das hätte ich gar nicht erwartet, dass es so oder so ist. Und dann ist man schon ganz tief drin in der Betrachtung der eigenen Wirksamkeit und setzt sich damit auseinander auf einer ganz professionellen Ebene, für die wir lediglich den Anlass geben eigentlich. Und die Daten dafür eben auch. Ja, Einverständnis und Akzeptanz ist zum Beispiel ein Punkt. Hier geht es Akzeptanz, Einverständnis gegenüber der eigenen Einrichtung, also der Schule. Das ist auch, kann man als Gradmesser verstehen für die Frage, wie stark ist jemand angekommen. Oder auch Beteiligung und Kooperation, auch das hat was mit dem Ankommen zu tun. Wie stark ist, fühlt,
fühlt man sich eingebunden oder wie stark nimmt man wahr, dass man zumindest die Möglichkeit hat, sich eingebunden zu fühlen. Unserer Meinung nach ist eine Inanspruchnahme vom Feedback ist generell schon ein Zeichen dafür, beteiligen zu wollen. Auch in anderen Punkten stecken solche Aspekte drin. Ich will da im Einzelnen jetzt nicht drauf eingehen. Ja, wenn wir größere Feedbacks machen, das Gesamtverfahren, Perspektivschulfeedback, aber auch ein paar der anderen Varianten, die ich aufgezählt habe, dort gibt es eine Rückmeldeveranstaltung, dort gibt es meist auch geschriebene Berichte. Vielen Berichten ist inne so eine Überblicksdarstellung, wo wir einer Schule verschiedene Stärken rückmelden, eine Auswahl von Stärken, nur eine Auswahl, nicht alle, die man sagen kann, sondern wir konzentrieren uns auf bestimmte, markante. Wir benennen Handlungsfelder und geben Impulse, also Vorschläge, was unserer Meinung nach sinnvoll wäre, in Zukunft besonders in Fokus zu nehmen für die weitere Arbeit. Ja, und um bei einem realen Beispiel zu bleiben, ich habe da auch die Zustimmung der Schule, das ist die Schule Altstadt in Rendsburg, die das erlaubt hat, dass ich das hier einmal präsentiere, ganz kurz, dass diese Überblicksdarstellung tatsächlich beliebt ist. Die Erfahrung haben wir zumindest gemacht. Ein Blick in unseren Bericht zeigt, die ist dort immer enthalten, ist auch noch mehr enthalten, nicht nur dies. Und es erfreut sich wirklich einer gewissen Beliebtheit, weil sie eben so überblicksartig zu verwenden ist, auch für Diskussionen im Kollegium. Auch natürlich für Diskussionen vielleicht auch in der Schulkonferenz oder mit Elternvertretern. Das bleibt der Schule überlassen, wie sie das nutzt. Ja, ich bedanke mich. Ich habe Ihnen hoffentlich ein paar Angebote zeigen können. Wenn Sie Näheres wissen wollen, kontaktieren Sie mich gerne. Auf Wiedersehen.